Herzlich willkommen zurück, meine lieben Mitärzte da draußen hier im Feldlazarett von War Hospital. Wir haben beim letzten Mal uns um das Thema Liebeskummer gekümmert und inzwischen kümmern wir uns um das Thema Gegenspionage, was unsere Kundschaft angeht. Wir haben ein ziemlich leichtes Leben gerade eben. Also es ist überraschend. Ich bin gespannt, ob das hier nach diesem Angriff jetzt hier irgendwie verändert. Deswegen machen wir es auch die Gegenspionage. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Und ansonsten ist unser Feldlazarett gerade eben überraschend wenig ausgelastet. Also es ist fast nichts los. Oh, was übrigens los ist, dass unsere Nahrungsmittelversorgung so langsam aber sicher den Bach runtergeht. Aber das ist ein eigenes Thema. Oh Gott, das war nicht so gut. Hier muss ich jetzt hier wieder die Leute. Das habe ich wieder völlig vergessen gehabt. Ja, die sind leider verbuggt hier. Der Schichtdienst ist verbuggt. Aber auch nur bei denen. Bei allen anderen interessanterweise nicht. Ich gehe jetzt so weit und sage, mir ist es sogar wichtiger, Leute, dass ich jetzt hier mehr Nahrungsmittel herstelle und gar nicht so sehr diese Mats hier. Davon haben wir eigentlich genug. Wir sehen, dass die Nahrungsmittelsituation eine kritische ist, ne? Wir müssen durchgängig Nahrungsmittel produzieren. Wir verlieren jetzt hier gleich 37 Nahrungsmittel und ich möchte sie nicht schon wieder kaufen müssen. Sir, patient is cured. Gut. Und hier machen wir eine längere Operation. Ja, dann machen wir halt eine längere Operation. Aber das heißt, ich muss mir noch mal hier kurz mal die Situation anschauen. Dann ist der jetzt hier extrem erschöpft. Ne, dann wandert der hier wieder raus, muss warten. Der muss danach jetzt hier Ruhe walten lassen. Das ist immer noch okay. Und. Hä? Der eine wird gerade operiert. Man muss das nicht verstehen. Doctor is starting a new shift. Man muss das nicht verstehen. So, die Gegenspionage läuft. Und ist gleich am Start. New patient arrived. Und es gibt wieder eine Entscheidung zu treffen. Ach, wie schön. Wieder eine Vereinfachung der OP. So, das spähende Auge. Das Kundschafterteam kann die fragenden Männer problemlos ausfindig machen. Der Kommandant der Kundschafter beschließt, sie zu beschatten, da jedes Anzeichen von Soldaten sie schnell aufschrecken lässt. Nach kurzer Zeit folgen die Kundschafter den Männern zu einem kleinen Lager, das in einem Wäldchen versteckt ist. Darin befinden sich viele Männer, die sich alle auf Deutsch zu unterhalten scheinen. Beim Beobachten des Lagers fällt auf, dass im Zelt in der Mitte viele Dokumente verstreut sind. Einige scheinen handgezeichnete Karten der Gegend zu sein. Nach einer Weile beenden die Männer ihre Unterhaltung und brechen die Zelte ab, wahrscheinlich um die Region zu verlassen und ihre Ergebnisse zu melden. Einerseits weiß der Kommandant der Kundschafter, dass sie 1 oder 2 Stunden weg sein werden. Wenn er jetzt aufbricht, um das HQ zu benachrichtigen, wird er sie sicher aus den Augen verlieren. Andererseits ist es riskant, sie jetzt anzugreifen. Die Männer sind in der Überzahl und scheinen mit Handfeuerwaffen bewaffnet zu sein. Wir tun Bericht erstatten. Der Kommandant der Kundschafter beschließt, das HQ zu benachrichtigen, da dies Vorrang hat. Genau. Weil wenn wir jetzt sterben, hat das HQ gar nichts. Während sie sich zurückziehen, wird einer der Kundschafter entdeckt. Die deutschen Spione greifen nach ihren Handfeuerwaffen. Der Kommandant ruft zum Rückzug und sie fliehen unter schwerem Beschuss aus dem Lager. Nach dem erfolgreichen Flucht sieht der Kommandant nach seinen Männern. Anscheinend war das Glück dieses Mal auf ihrer Seite. Denn keiner wurde getroffen. Das ist wichtig, weil es war der letzte, den wir haben. Der Kommandant runzelt die Stirn, denn er weiß, dass die Deutschen sich nun bewusst sind, entdeckt worden zu sein. Er ist sich fast sicher, dass sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen und ihre Spuren verwischen werden, damit sie nicht verfolgt werden können. Er weiß auch, dass er jetzt nur noch darum geht, das HQ zu informieren. Die Leute dort sollten sich um ihre Angelegenheiten kümmern. Ja, das war jetzt ärgerlich. Aber Gegenspionage geht weiter. Also wir können an der Sache Sir, dranbleiben. Scouts Unit have started a new mission. Wir können dranbleiben. Das ist gut. Dann sollen wir auch mal dranbleiben. Mir geht der Alkohol aus. Tja, irgendwas ist ja immer, ne?
Nachbarn arbeiten die gerade eben? Hallo, Leute? Ich habe hier gerade eben keinen Ingenieur, der bei irgendwas arbeitet. Also eigentlich wird der Alkohol hier gerade eben produziert. Okay, jetzt gucke ich mal, kann ich noch irgendetwas herstellen für die vier, die wir jetzt hier haben? Ein weiterer Traumaspezialist. Was würde mir das hier dann noch bringen? Alle Stationen verringerte Chancen auf eine erfolgreiche OP. Also verringerte Chance auf nicht erfolgreich heißt es ja. Ohne Witz, das will ich haben. Wir verbessern das jetzt hier. Da arbeiten wir uns jetzt so langsam aber sicher ran an noch erfolgreichere OPs. Sir, engineers reached the construction site. Gut. Und wir haben wieder Flüchtlinge. Oh Gott, ey. Leute, ich kann keine neuen Zivilisten aufnehmen. Das hat mich echt 6% gekostet. 6%. Wisst ihr, ich habe jetzt schon nichts mehr zu essen. Das ist die Ausgangslage. Sir, new patient arrived. Ich glaube, so langsam aber sicher fängt es. Operation was successful. Die Schwierigkeit an ein bisschen anzuziehen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Hier ist wieder einfach alles angehalten. Moor. Einfach nur Moor. So. Warum wurde das jetzt schon wieder angehalten? Operation was successful. Ist das hier ein Bug? Ich glaube, das ist ein Bug, oder? Moment. Wir kümmern uns um diesen armen Teufel. Nachdem der hier einigermaßen ausgeruht ist. Und dann um ihn hier. Hier gibt es auch mal wieder einen. Puh, der ist viel zu teuer, ganz im Ernst. Der wird auch amputiert. So, Dele. Sir, patient is cured. Der erste ist fertig. Sehr gut. Der Angriff braucht noch eine ganze Weile. Wir haben noch 5 Stunden hier zu bestehen. Bei der Gegenspionage, die HQ-Befehle, Tunnelgrabung. Ja, 3 Tage Tunnelgrabung Sir, noch. Schaffen wir vielleicht sogar in dieser Folge. Wir lassen die Moral steigen. Jetzt sind wir schon bei 70% Moral. Das gefällt Sir, mir. Patient is cured. Das gefällt mir sogar sehr gut. Mhm. Weh, du stirbst. Sir, new patient arrived. Er scheint überlebt zu haben. Der hätte das hässlichste Grab bekommen, nach der Ansage von mir, was ich hätte finden können. Entschuldigung. Haku und Haku. Wir brauchen mehr Punkte. So, wo bauen wir eigentlich gerade eben? Ich sehe es. Ach doch, hier wieder natürlich. Natürlich. Sir, Operation was successful. Natürlich sind wir hier Sir, wieder am Start. Patient is cured. Hier macht gerade eben gar keiner irgendetwas. Oh, die Nahrung ist es aber schon wirklich gefährlich low. Ja, also wir kommen, glaube ich, nicht drum umhin, jetzt hier Ressourcen zu ordern. Ich muss Nahrung ordern. Und ich gehe wirklich auf die Vollen hier. Ein bisschen Alkohol noch oben drauf. Sonst bereue ich das am Ende noch. Wann kommt der nächste Zug? In 3 Stunden. Okay, das ist in Ordnung. Das ist noch bevor die nächste Nahrungsreaktion fällig wird. Jagd auf Spione. Das Kundschafterteam hat das HQ erreicht. Der Bericht wird so schnell von einem Offizier entgegengenommen, dass er sich besorgt zeigt. Ihm zufolge gab es viele weitere Berichte über Spionageaktivitäten an der gesamten Front, was auf eine große Operation der Deutschen hindeuten könnte. Der Offizier teilt den Kundschaftern mit, dass ein Suchtrupp organisiert wird, um die Spione zu fangen. Er bietet den Kundschaftern an, sich dem Suchtrupp anzuschließen. Mhm. Ja. Wir helfen Sir, bei der Jagd. Scouts Unit has started a new mission. Weh, der stirbt jetzt. Aber dann bekomme ich halt 8 von den Dingern. Sir, patient is cured. Das wäre total toll. Boah, was ist gerade eben passiert, dass ich so der... Ich war doch gerade eben noch bei 70%.
so hart gedroppt bin. Okay, dem geht es kritisch. Sofort sich drum kümmern. Dem geht es gut. Der ist jetzt hier dran. Dann kommst du danach noch. Danach soll der sich ausruhen. Du machst danach den noch. Und die anderen beiden sind halt einfach zu teuer, ehrlich gesagt. So, hier. Er operiert immer noch. Oh, der da oben hat nichts zu tun. Das ist in Ordnung. Ja, ich mache das jetzt hier mal so, ne? Gut. Sir, new patient arrived. Oh, nicht vergessen. Die vermaledeiten Sanitätsteams. Ich lasse jetzt mal alle ausruhen. Es reicht doch eigentlich ein Team hier. Sir, medics are on the way. Der Patient hat wieder mal starke Rachegelüste. Nee, wir wollen ihn regulär heilen und die Moral steigern. Sir, medics are on the way. Wir nutzen nicht die Rachegelüste aus, dass jemand halb gesundet auf das Schlachtfeld zurückkehrt. So, Douglas Jones, einer unserer Chirurgen, hat bis jetzt schon ruhige Hände. Erhöht die Chance auf eine vereinfachte OPs erheblich. Operiert schneller, wird langsamer müde. Wird etwas langsamer müde, verringert die Chancen auf Komplikationen. Oder asketisch. Ey, das Nahrungsproblem bringen wir es mal in den Griff. Nee, erfinderisch ist auch wichtig. Na, weniger Komplikationen sind auch super, super wichtig. Dann haben wir weniger Tote. Sir, operation was successful. Das ist gut. Hier geht's auch wieder mit weniger Komplikationen. Also diese Level-Ups, diese Traits, die wir bekommen, sind teilweise schon ein bisschen OP, habe ich das Gefühl. So ein klitzekleines bisschen OP. Sir, operation was weil successful. Die Faktoren schon drastisch anscheinend verändern. Also es ist halt dann deutlich einfacher. Deutlich geringere Wahrscheinlichkeiten und so weiter und so fort. Also nicht nur so ein bisschen so hier Sir, und da. Patient is cured. 5 oder 10%, sondern das scheint schon wirklich reinzuhauen. So, wie sieht's hier schon wieder aus? Ja. Danach darfst du dich hier ausruhen. Dann haben wir hier nochmal einen armen Teufel. Ich brauche jetzt echt diese Traumastation, ich sag's euch. Aber an der arbeiten wir ja gerade eben. Genau daran arbeiten wir ja gerade eben. Moment. Kann ich das System hier beschleunigen? Der macht ja gerade Pause. Ja, wir machen das jetzt hier mal. So. Freunde, wir machen das so. Das Ding muss jetzt endlich fertiggestellt werden. Nur so habe ich eine realistische Chance. Oh, warte mal. Habe ich jetzt eigentlich schon die Möglichkeit? Nee, wir arbeiten gerade eben da. Doch, wir können mehr Ingenieure haben. Das wäre halt schon gut. Aber ich brauche erst den besseren Arzt. Sir, auf der anderen Seite, mehr Ärzte zu haben und keine Matsch zu haben, ist auch keine Option. Der Patient leidet unter starken rheumatischen Schmerzen. Ja, wir geben ihm Schmerzmittel. Jetzt sind wir schon bei 72% Moral. Nee, wir holen uns die Ingenieure, Leute. Wir holen uns die Ingenieure. Ich bereue es, wenn ich es nicht mache. Wenigstens einen mehr. Wenigstens einen mehr. Wisst ihr, dann kann ich noch mehr Mats, vor allem Rohstoffe herstellen. Ne? Alkohol und Nahrung und so weiter. Und so. Oh Gott, wie, das bombt mich halt zu mit Events. Das sind alles Erleichterungen für die OP bis jetzt. Außer das hier. Der Patient hat eine schwere Phosgenvergiftung erlitten. Ich befürchte, dass ein Großteil der chemischen Substanz bereits sein Herz erreicht hat. Die Überlebenschancen sind verschwindend gering. Oh Gott.
Ich stelle gerade eben fest, dass es einfach mal überhaupt gar keine Zustandsverbesserung gibt. Dann machen wir regulär weiter. Puh, ganz im Ernst. Also, wenn ich überhaupt keinen Bonus bekomme durch das Ausgeben von zusätzlichen Mats, ja, dann gebe ich auch keine zusätzlichen Mats aus. Ich bin doch nicht blöd. Sir, patient is cured. Das wäre hardcore sinnlos. So, wieder zwei Leute. Du gehst dahin und du gehst dahin. Gleich haben wir wieder eine Sir, Schlacht. may I inform you that I left a personal recommendation note with one of the patients who was recently brought to the casualty clearing station? Oh, es gibt wieder ein VIP. Nicht hier. Ein Stab. Willst du mich veräppeln? Sag mal, was ist von dem übrig? Ein Torso und ein halber Kopf? Das ist ja nur noch behämmert. Na gut, komm, wir machen den Scheiß. Thank you for agreeing to my request, sir. I am sure that Private Rogers' return will inspire my men. Ey, wehe, ich bekomme da keine angemessene Belohnung für den Typen. Wehe. Dann bin ich äußerst sauer. New patient arrived. Sir, doctor is going to rest. Das darf ja wohl nicht wahr sein, ey. Was der kostet? 25! Habe ich eigentlich. Ich habe gar nicht drauf geachtet. War der neue. Nee, der ist noch nicht da. So, wir tauschen hier wieder bei den Sanitätsteams durch. Krankenschwestern. Das bei den Krankenschwestern funktioniert das easy peasy. Ich bin echt am Überlegen, ob ich. Die hat keine Vorliebe. Wenn ich noch eine in die OP-Station stecke, Sir, medics are on the way. vielleicht werden dann die OPs noch besser. Sir, operation was successful. Ist die Hoffnung, die ich gerade habe. Sir, we lost this patient. Oh Gott, ernsthaft. Okidoki. Wir haben wieder genügend Fressalien. Wir haben wieder vier Anforderungspunkte. Das hier wird immer noch gebaut und es dauert Sir, ewig. operation was successful. Jetzt bin ich dann doch ein Fan davon, eine kürzere Operation zu machen. Wobei, nee, wir verringern die Gefahr. Und erhöhen die Moral. 85%! Har har! Neues Achievement, 100% Moral haben, ich sag's euch. So, wir haben jetzt gleich die Sir, Jagd auf operation was Spione. successful. Geht weiter. Das letzte bekannte Lager der deutschen Spione erwies sich als weitgehend leer. Es deuteten nur wenige Spuren auf ein Lager hin und es gab noch weniger Spuren, denen man folgen konnte. Die Kundschafter geben jedoch nicht so schnell auf. Nach mehreren erfolglosen Versuchen und noch mehr Frustration entschied der Leiter des Suchtrupps, dass die Spur kalt geworden war. Und die Spione wahrscheinlich schon sicher hinter den deutschen Linien waren. Der Kommandant der Kundschafter gab ihm schweren Herzens recht und räumte ein, dass eine Fortsetzung der Suche reine Zeitverschwendung sei. Sir, Doctor is starting a new shift. Okay, ich habe aber das Agentenspiel erfolgreich abgeschlossen damit anscheinend. Dann Flucht aus dem Paradies. Sir, Scouts Unit have started a new mission. Entschuldigung. Dann Flucht aus dem Paradies. Hier schicke ich mal wieder einen dann an die Front. Ich ahne, dass ich gleich wieder Verstärkung brauchen werde. Ich habe da so ein Gefühl bei. So. Take cover! Artillery fire! Jetzt geht's los. Oh, da kommt wieder Giftgas. Wer sind denn mal Masken aufzieht? Sir, may I inform you that I left a personal recommendation note with one of the patients who was recently brought to the casualty clearing station. Okay, noch ein VIP. Toll. Wo ist er denn?
Nicht hier. Das ist der VIP. Oh, das ist eine Frau? So wie es aussieht. Ja. Edith Boulet. Ja, dann soll sie sich... Um die wird sich gekümmert werden. Keine Sorge, das kriegen wir hin. Dann... Der ist super günstig. Und bei dem hier werden wir mal wieder amputieren. Sir, Operation was successful. Gut. Wieder eine Entscheidung zu treffen. Blutiger Husten hat der Patient, der wahrscheinlich durch eine schwere Tuberkulose verursacht wird. Wir machen eine Tuberkulosebehandlung. Dann soll er sich dann länger... Soll er sich länger halt in der Reha aufhalten. Endlich hier nur noch 75%. Schon 76, 77. Vielleicht erleben wir es sogar noch, dass das Ding hier endlich fertiggestellt wird, die Traumastation. Vielleicht. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Das ist mal Seite 16 Anforderungspunkte. So, ist inzwischen eigentlich der Typ da? Ja, der ist endlich da. Also jetzt haben wir hier nochmal einen, der jetzt hier für uns hilft, Fressalien zu produzieren. Krankenschwestern, hier, das ist alles noch in Ordnung. Die sind erschöpft, aber die werden gleich ihren Schichtwechsel durchführen. Sir, engineers reached the engineering depot. Gut, gut, gut. Sir, new patient arrived. Und jetzt ist der teure... Sir. Operation was successful. VIP zum Glück nicht gestorben. Mann, das hätte mich angeätzt, ich sag's euch. Noch haben wir keinen Angriff zu befürchten. Und jetzt ist diese... Ich nehme mal an, das ist eine andere Krankenschwester oder sowas. Sir, jetzt ist die dran. Patient is cured. Patient is cured. Sir, gut. Operation was successful. Ja, das sind alles ganz tolle Nachrichten. Der VIP, der wird wieder... Ne, den schicken wir an die Front. Den behalten wir mal. Dafür tun wir den hier dahin, weil der soll ja die Männer, wie heißt es? Was hat er gesagt? Er soll sie anspornen. Das ist das, was wir gerade eben gehört haben. Er soll die Männer anspornen. Sir, nurses are on the way. Gut. 86%. Sir, nurses reached the hospital. So wie es aussieht, ist hier gerade eben irgendwie Schichtwechsel, oder? Pause, was auch immer. Sir. Sir, may I inform you that I left a personal recommendation note with one of the patients who was recently brought to the casualty clearing station? Könnte sein, dass wir dadurch jetzt hier vielleicht weitere Ingenieure bekommen, ne? Ja, bei dem ist es ernst, also wird sich sofort darum gekümmert. Sofort. Danach wird der ja noch amputiert. Oh, der ist kritisch. Aber der ist zu teuer. Nee, ich kann mich um den nicht kümmern. Den muss ich leider ablehnen. Dann nehmen wir den Typen da. So. Sir, Operation was successful. Unsere Verteidigung ist ja mit schlecht Wohlwollen umschrieben. Gott, 27 Verwundete. Warum kümmert sich da keiner drum? Weil beide gerade Pause machen. Mann, freue ich mich kein Stück darüber. Ach ja. Aber guck mal, zum ersten Mal ist Sir, es so. Also Operation was successful. Wir sind immer am Anschlag bei den Gütern. Wir haben kein Problem mehr. Ersuchen um Alkohol. Ach echt? Sir, das Haku hat uns gebeten, ihren Alkohol zu schicken, da es in Lieferverzögerung gekommen ist. Dann bekomme ich aber wieder Personal. Ja, dann sollt ihr halt 12 Alkohol bekommen. Wir werden demnächst noch mehr davon herstellen. Sir, engineers reached the construction site. Die Ironie, dass ich vom HQ 20 Alkohol geholt habe, um jetzt wieder 12 zurückzugeben, ne? Sir, das ist schon groß. Operation was successful. Endlich geht's hier weiter, 90%. Sir, Operation was successful. Kann ich eigentlich jetzt sagen, dass die Sanitäter hier... Ja, die... Warte mal. Keine Vorliebe. Ja,
Ihr macht jetzt hier mal Schichtwechsel mit denen da. Die können hier nicht mehr. Wir tauschen die jetzt hier wieder aus. Wir müssen jetzt halt die Leute regelmäßig von da oben runterkarren, ne? Sonst verlieren wir sie. Das wollen wir nicht. Sir, patient is cured. Ich denke, dass wir jetzt hier vielleicht sogar Änderungen vornehmen müssen. Leute, die ich ursprünglich habe gehen lassen wollen. Also gut, die muss ja sowieso. Ach, die können nicht mehr kämpfen. Okay, dann müssen wir das so machen. Also ihr müsst dann hier an die Front. An die Front. Ah, ab dann sind wir schon gut? Na, dann will ich nichts gesagt haben. Ich dachte, es würde härter. Patient is cured. Scheinbar wird es nicht härter so. Fertig. Bitte geben Sie mir einen weiteren Arzt. Danke. Personal. Ein weiterer Traumaspezialist muss her. Ordern. Ich will einen weiteren Traumaspezialisten haben. Oh, es gibt hier wieder was auf dem Schlachtfeld zu erledigen. Angus macht sich Sorgen, dass der Sprengstoff für die Tunnel durch den Regen nass werden könnte. Er möchte sofort sämtlichen Sprengstoff in den Tunnel bringen lassen. Praven rät davon ab, da eine verirrte Granate eine Explosion auslösen könnte. Angus besteht allerdings darauf, dass etwas unternommen wird. Okay, Angus überzeugen, dass die Ingenieure ein Dach für den Sprengstoff bauen. 1000! Man wollte mich verarschen. Der Sprengstoff wird dadurch effektiver und Ingenieure aussenden, um den Tunnel ein Lager mit versteckten Decken zu errichten. Keine ideale Lösung, aber es könnte helfen, da eine Explosion zu vermeiden. Wir machen es. Wisst ihr, wir haben das Zeug. Wir haben es. Bevor da hier wieder irgendwie was Halbgares passiert, soll es so badabum machen. Geringere Komplikationen sind mir gerade lieber als Kosten. Sir, new patient arrived. Okay, Moment. Wir haben Ingenieure wieder am Start. Ich möchte, dass diese Ingenieure... Die müssen sich jetzt hier mal ein bisschen darum kümmern, ne? Wir machen jetzt hier nach wie vor Schichtarbeit in dem Bereich. Später kann ich sie halt hier wieder rausnehmen. Für andere Aufgaben. Aber wir müssen durchgängig produzieren. Sir, engineers reached the pharmacy. Gut, 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 gut. Wieder Entscheidungen? Ja. Das machen wir so, das machen wir so. Entschuldigung, dann haben wir hier nochmal einen sehr, sehr guten Typen hier. Der soll sich ruhig noch weiter ausruhen erst. Dann der hier, der lohnt sich auf jeden Fall auch. Ja, und der hier wird wieder amputiert. So. Sir, new patient arrived. New patient arrived. Sir, operation was successful. Doctor is starting a new shift. Das ist toll. Habe ich eigentlich inzwischen den Arzt jetzt bekommen? Nee, das ist glaube ich das Gemischte, was jetzt gleich kommen wird. Doctor is starting a new shift. Wieder ein Event. Wieder Tuberkulose. Ja, wir machen natürlich die Tuberkulosebehandlung. Okay, ich habe hier niemanden gerade eben, den ich hier noch irgendwie organisieren könnte. Also inzwischen ist das Spiel wirklich einfach geworden, Freunde. Klar, ich könnte die Moral noch mal ein bisschen steigern. Sir, operation was successful. Aber ich kann nicht meckern. Sir, patient is cured. Hier nehmen wir natürlich... Oh, längeren Aufenthalt in der Reha? Ja, das können wir machen. Dann bei ihm hier. Kürzere Genesung. Und bei ihm hier Moral steigen lassen. Da seht ihr, sind wir schon wieder bei 77%. So, habe ich jetzt endlich zwei davon. Endlich habe ich hier zwei davon. Wir nehmen erstmal den da. Bei dem geht es ernst. Der hier ist noch stabil. Wir müssen jetzt halt echt gucken, dass diese Mats produziert werden. Ne? Sonst werden die es nicht unbedingt schaffen. So, das sieht alles gut aus. Dem geht es ernst. Der wird amputiert, der ist sonst zu teuer. Ach, der schafft das gar nicht. So, okay. Sir, new patient arrived.
Uns gehen die Nahrungsmittel schon aus. Uns gehen die Nahrungsmittel aus. Naja, so schnell nicht, aber ich muss demnächst wieder eine Entscheidung treffen. Bezüglich unserer Nahrungsmittel. Sir, Operation was successful. Das ist glorreich und großartig. Ja, wieder 1400, das ist mega krass. Warte mal, ich habe eine Idee. Wovon haben wir eigentlich gerade eben relativ viel? Ich würde einfach mal behaupten, wir bauen jetzt trotzdem etwas. Und zwar, was ist das hier? Mehr Betten für Patienten, mehr Slots für Kranke. Das braucht man doch alles gar nicht. Das hier wollen wir haben. Alle Stationen bessere Chancen auf OPs? Ja, das machen wir. Und dann nehme ich jetzt hier einen der Frissalienmacher. Das war dumm von mir. So. Der soll hier ruhig die Moral erhöhen. Gut. Also, unsere OP-Station läuft noch weiter aus. Oh nein, da ist wieder einer gestorben. Ja, hier kann ich wieder was verbessern. Wie sieht es hier oben aus? Es sind nur noch 17. Also wir arbeiten sie so nach und nach ab. Mit großem Erfolg. Moment, apropos großer Erfolg. Oh Gott, ich habe sie wieder völlig verheizt hier, die armen Teufel. Ich hasse es, dass das hier verbuggt ist. Wisst ihr, ich gucke jetzt nicht mehr regelmäßig rein, deswegen. Sir, medics are on the way. Und das ist, macht die Sache für mich ein bisschen schwieriger. Naja, wir machen beim nächsten Mal weiter. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir haben einen Lauf. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.